langem Warten ist es nun endlich soweit. Avicii ist in Wien. Energy macht Träume wahr. Wir sind deshalb am Montagabend bei euch in der Pyramide Vösendorf und glaubt nicht, dass nur weil Montag ist, nichts los ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Montagabend, aber ihr steht trotzdem da, als wäre Samstagnacht und richtig motiviert. Warum ist das so? Weil wir uns seit Wochen auf Avicii freuen. Was macht denn Avicii so besonders? Warum ist er so toll? Seine Lieder sind einzigartig und jedes ist gut, jedes. Die Musik ist einfach voll super. Jetzt sag mal Avicii, alle finden die Musik so wahnsinnig toll. Wie gefällt es denn dir? Das kann ich nicht wirklich sagen, weil ich vorhin noch kein DJ-Set gehört habe. Also die Produktionen sind internationale Top-Hits und wie seine DJ-Sets er dann bestreitet, keine Ahnung. Oft spielen die international dann ein bisschen anders, wie ihre Hits produziert sind, aber wir werden dann in wenigen Minuten mehr erfahren, wenn er endlich kommt. Avicii ist da. Wie lange wartet ihr schon auf den Abend? Sehr lange. Ja, zu lange. Warum zu lange? Weil es schon verschoben worden ist. Und das war damals dramatisch oder halb so wild, weil ihr wusstet, er kommt ja doch? Nein, es war schon dramatisch, weil wir unbedingt hin wollten. Jetzt habe ich vorhin mit zwei Mädels geredet, die wissen ja nicht einmal noch, wie er aussieht. Habt ihr eine Ahnung, wie er ausschaut? Ja. Und wie schaut er aus optisch? Nein, unser Typ ist es nicht. Ein sehr hübscher Kerl, also gefällt er dir? Ich finde ihn eigentlich relativ attraktiv, ja. Hübsche lange Haare, gell? Föhnfrisur. Er schaut eigentlich aus wie der Karl-Heinz Grasser aus Schweden. Ja, aber das ist ja eigentlich, Karl-Heinz ist doch auch das Schöne, oder? Ja, aber ich glaube auch, der Vici ist zu jung, zu schön, zu intelligent, ja. Also wir schauen, wie lange so es gute macht. Musik. Und so gute Musik. Und alle sind mehr als zufrieden. Ja, ich würde sagen, so kann man Geburtstag feiern. Noch ein allerletztes Mal alles Gute am Berg am Morgen und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.